Coming Home. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Coming Home, Musik und Gospel mit Waldemar Grab und Freunden. Heute sind wir live auf der Langensteinbacher Höhe in Karlsbad, auch liebevoll La Höhe genannt. Es ist die Aufzeichnung eines musikalischen Gottesdienstes, den wir mit dem Coming Home Ensemble gestalten durften. Das Motto des Abends lautete: Dann jauchzt mein Herz. Es ist dem Refrain des Liedes »Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte« entnommen. Sie kennen es sicher. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören und Schauen dieser Sendung. It's wonderful, marvelous. You should care for me, awful nice, in paradise, it's what I love to see. Aber wir wollten eigentlich Deutsch singen heute Abend. Wunderbar, es ist wunderbar, wie wir uns verstehen. Wunderbar, es ist wunderbar. Ich darf mit ihm gehen. Das Leben lebenswert, wenn man im Herzen mit dazu. Es ist wunderbar, denn jemand schaut auf dich. Sei dir klar, was gestern war, es zählt bei Jesus nicht. Was immer du auch mit dir trägst im Leben, ist wunderbar, denn Jesus schaut auf, denn Jesus hört auf, denn Jesus zählt auf dich. Vielen, vielen Dank. Großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du?
und auch den Geist vom Vater und vom Sohne. Verehren wir und preisen seine Macht, wenn er uns hebt bis zu des höchsten Throne. Ich möchte Ihnen mal
vorlesen, wo denn dieses Lied herkommt, dieser Text, seid nicht bekümmert. Die meisten von Ihnen kennen das, weil hier wird ja Schwarzbrot gepredigt und jeden Sonntag und einmal in der Woche und mehrmals in der Woche immer wieder die Bibel zitiert. Deswegen bin ich überzeugt, Sie wissen es, wo es steht. Ich lese Ihnen mal aus Nehemia 8 die Stellen vor, um die es geht. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu dem Schriftgelehrten Esra, bring uns doch das Gesetzbuch des Mose, das der Herr Israel gegeben hat. Das war am ersten Tag des 7. Monats. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Versammlung. Sie bestand aus Männern und Frauen und allen, die mit Verstand zuhören konnten. Vom Morgen bis Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor daraus vor. Die Männer, Frauen und alle, die es verstehen konnten, hörten aufmerksam zu. Das ganze Volk folgte gespannt den Worten der Schrift. Als er das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das Volk rief mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Sie knieten nieder und beteten den Herrn an, das Gesicht zur Erde geneigt. Und dann erklärten die Leviten dem Volk die Weisung. Seid nicht traurig und hört auf zu weinen. Das geschah Abschnitt für Abschnitt. Dann folgte die Erklärung, sodass man das Vorgelesene verstand. Als das Volk die Worte der Weisung hörte, fingen die Menschen an zu weinen. Da ermutigten sie der Statthalter Nehemia und der Priester und die Schriftgelehrten Esra zusammen mit den Leviten, die das Gelesene erklärten, sagten sie, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Seid nicht traurig und hört auf zu weinen. Geht, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Gebt auch denen etwas, die nichts haben, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Und jetzt kommt's, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Mit Danke erfüllt sein, denn er
Sie haben es gemerkt, zwei alte Lieder aus den 60er Jahren zusammengepackt. Aber es passte ja irgendwie. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sich unter der Maske bei Ihnen was bewegt hatte. Aber wir sagen es keinem. Jetzt haben wir noch so einen alten Schinken aus den Anfang der 60er Jahre. Ich sag mal gar nicht, wie er heißt. Sie werden sofort drin sein im Thema. Guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Danke für alle guten Freunde, danke, woher für jedermann. Danke, wenn auch den größten Feinde ich verzeihen. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück, danke für alles schöne, helle und für die Musik. Ja, danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort, danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. Ich dein Wort verstehe.